Wer ist wann betroffen? Eine Definition, das ist auch geregelt in der CSRD-Richtlinie. Bisher war es so, dass nur große börsennotierte Unternehmen berichten mussten nach der NFRD-Richtlinie, der Non-Financial Reporting Directive. Diese wird ersetzt durch die CSRD-Richtlinie, die einen viel weiteren Umfang hat, was die Berichterstattung betrifft und auch viel mehr Unternehmen betroffen sind. Ab 2025 ist eine breitere Gruppe von Unternehmen betroffen, und zwar große Unternehmen, aber auch börsennotierte Klein- und Mittelunternehmen. Bedeutet im Konkreten für Österreich, dass die Zahl von 90 Unternehmen bisher auf über mehr als 2000 Unternehmen ansteigt. Und EU-weit waren es bisher 11.000 Unternehmen in etwa. Und da steigt die Zahl auf über 50.000 Unternehmen, die ab 2025 betroffen sind von der CSRD-Richtlinie und dementsprechend von der Nachhaltigkeitsberichterstattung. Die Definition, was ist ein großes Unternehmen, wie wird das definiert in der Richtlinie? Zwei der folgenden Kriterien müssen überschritten sein, dann fällt man in die Richtlinie hinein und muss berichten. Und zwar ist das der Nettoumsatz von 50 Millionen Euro und oder die Bilanzsumme von 20 Millionen Euro und oder 250 Beschäftigte im Durchschnitt des Geschäftsjahres. Für Klein- und Mittelunternehmen wird es einen eigenen Standard geben, in Bezug auf die Verhältnismäßigkeit. Natürlich muss man da auch betrachten, dass große Unternehmen werden da einiges mehr berichten müssen. Da wird es eine abgespeckte Form geben für die KMU, die börsennotierten KMUs. Die werden auch erst 3 Jahre später dazu verpflichtet. Wie sieht das Stufenmodell der EU aus? Es wurde ein Stufenmodell entwickelt, wann wer betroffen davon ist und die Richtlinie umsetzen muss in Bezug auf einen Nachhaltigkeitsbericht. Ab 2024 sind börsennotierte Großunternehmen betroffen, die bereits der NFRD unterlegen haben. Bedeutet, erste Berichterstattung muss 2025 geschehen. Ab 2025 sind auch große Unternehmen, die nicht der NFRD unterliegen, betroffen, wenn 2 der 3 Kategorien erfüllt sind. Und der erste Bericht muss dann 2026 vorgewiesen werden. Aber auch Unternehmen ab 250 Mitarbeitern, unabhängig von ihrer Kapitalmarktorientierung, also nicht nur AGs, Aktiengesellschaften, sondern auch GmbHs sind dann mittlerweile betroffen. Ab 2026 sind auch Klein- und Mittelunternehmen betroffen, die an der Börse sind, und auch kleine, nicht komplexe Kreditinstitute und Versicherungsunternehmen. Da muss der erste Bericht 2027 stehen. Bedeutet im Konkreten, der Bericht muss zum Beispiel 2027 bestehen, und das heißt, 2026 müssen da auch schon die Daten vorhanden sein. Ab 2028 gilt das auch für Nicht-EU-Unternehmen. Da muss der erste Bericht 2029 vorgelegt werden, aber nur, wenn der Umsatz in der EU mehr als 150 Millionen Euro und mindestens eine EU-Tochtergesellschaft besteht oder eine EU-Zweigniederlassung. Die Berichterstattung auf Konzernebene entbindet die Tochtergesellschaften nach wie vor von der eigenen Berichtspflicht, müssen jedoch auf den Konzernbericht verweisen. Ausgenommen davon sind große kapitalmarktorientierte Tochterunternehmen.